Ein Gliom ist ein echter hirneigener Tumor, der aus dem Hirngewebe selbst hervorgeht. In der Regel ist leider die Mehrzahl dieser Tumoren bösartig, ein geringerer Teil gerade bei jüngeren Patienten auch gutartig, wobei hier gutartig sich bezieht auf die Wachstumstendenz. Das heißt, diese Tumoren wachsen langsamer als die bösartigen Tumore. Es ist aber leider dennoch so, dass oftmals auch die gutartigen Tumore nicht vollständig dauerhaft beseitigt werden können.